Ja, hallo zusammen, wir befinden uns hier auf dem Vorplatz des Landratsamtes Neu-Ulm und ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wie wir hier diese Umgestaltung vorgenommen haben. Ein Teil der alten Bepflanzung sieht man hier noch. Das ist ein relativ starkes Einheitsgrün, das nicht besonders ökologisch wertvoll ist. Das kann man hier in dem kleinen Rahmen hier noch sehen. Als Gegenbeispiel sehen wir nachher, wie das umgestaltet worden ist. Das Besondere hier an diesem Vorplatz ist auch die technische Schwierigkeit, dass wir die Tiefgarage hier drunter haben. Und deswegen haben wir eigentlich auch wenig Aufbau, also wenig Möglichkeiten, hier auch Erde aufzubringen. Und dementsprechend haben wir die Pflanzen auch auswählen müssen, was relativ schwierig war, da die richtigen auszusuchen. Vor allem ist es auch ein sehr trockener Standort. Die vier Bäume, die wir hier sehen, das sind auch noch Bäume, die für trockene Standorte sehr gut sind. Das sind Robinien, also auch ein Beispiel, was man im Hausgarten sehr gut verwenden kann. Wir haben aber jetzt uns für andere Bäume entschieden, die schauen wir uns aber jetzt gleich im Anschluss dann noch an. So, jetzt befinden wir uns hier an einer Stelle oder an einer Pflanzfläche, die umgestaltet worden ist. Wir haben da im letzten Jahr begonnen mit der Umgestaltung. Erstmal das ganze alte, die ganzen alten, teilweise sehr verunkrauteten und eintönigen Pflanzen fördern lassen, haben über 100 Kubik neues Erdmaterial aufgebracht, das teilweise das eben zu 50% aus Recyclingmaterial besteht, also 50% Boden, 50% Recyclingmaterial, alte Baumaterialien, die eben Wiederverwendung finden, auch das ökologisch sehr, sehr wertvoll. Und deswegen haben wir das ausgewählt. Wir haben hier auf dieser Fläche jetzt 14 neue Bäume gepflanzt, über 600 Stauden und über 3000 Blumenzwiebeln. Das ist sehr, sehr wertvoll, eben auch gerade die Blumenzwiebeln, weil die zu einer Zeit blühen, wo sonst wenig blüht, schon Ende des Winters, März, April. Und da finden die Insekten dann entsprechend viel Nahrung. Also das ist hier so dieser Bereich, der jetzt im Vierteljahr bepflanzt ist und schon so üppig blüht. Ich finde es ganz erstaunlich und ich denke, die Besucher werden hier auch entsprechend gut empfangen und freundlich empfangen, was ja auch immer sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, gerade auch im öffentlichen Bereich. Zu der ökologischen Umgestaltung unserer Flächen vorm Landratsamt gehört auch so eine Blühwiese, wie ihr sie hier im Hintergrund sehen könnt. Blühwiesen haben eine immer wichtigere Rolle für unsere heimischen Insekten, da sie ihnen als Nahrungsquelle und als Unterschlupf im Winter dienen. Ergänzend zu einer Blühwiese kann man noch ein Insektenhotel errichten. Dies wird das Landratsamt nächstes Jahr im Frühjahr 2021 planen und dann haben wir hier ein schönes großes Insektenhotel stehen. Es dient dann den Insekten noch als Nisthilfe, das heißt, sie finden Nahrung, ein Unterschlupf für den Winter und einen Nistplatz an einer Stelle. Dies ist ganz wichtig, dass man das immer berücksichtigt, dass man den heimischen Insekten alle drei Sachen bieten kann. Wenn ihr zu Hause jetzt auch aktiv werden wollt, dann könnt ihr gerne mit euren Gartenbauvereinen oder uns in Verbindung treten und wir beraten euch dann in der Umgestaltung von einem insektenfreundlichen Garten oder Balkon. Bis dieses Jahr haben wir über 100 Kilo Saatgut schon ausgegeben, deswegen es dürfen gerne mehr werden. Also holt nächstes Jahr im Frühjahr euer Saatgut bei uns oder den Gartenbauverein ab und werdet aktiv für unsere heimischen Insekten.